Ganz kurz bevor das Video losgeht, wollte ich einmal kurz was ansprechen. Und zwar, euch wird in dieser Aufnahme hier auffallen, dass, also ich bin hier gerade im Schnitt, dass wieder einige Audio-Bugs da sind. Das ist mir auch aufgefallen, das weiß ich wohl, ich weiß ja nur noch nicht genau daran, woran es, ich weiß, Moment, nochmal, den Satz fange ich nochmal an, ich weiß ja nur noch nicht genau, woran es liegt. Ich kann das hier gerade mal so ein bisschen zeigen. Hier beispielsweise, ich spiele mal hier diese Passage mal ab. Und das hört sich so an, aber ihr habt gehört, die von euch, die einen Kopfhörer benutzen oder Stereoboxen, die werden das ein bisschen besser gehört haben. Aber ihr hört so ein kleines Geräusch. Und das ist ganz interessant, weil an dieser Stelle hier kann ich das sogar sehen. Und zwar, das hier ist mein Stereo-Angangssignal vom Mikrofon. Und hier ist die linke Seite und hier eben die rechte Seite. Und hier könnt ihr sehen, hier ist die Welle noch existent, hier ist der Ausschlag noch gegeben. Und hier ist einfach einmal ganz kurz kein Ausschlag mehr. Das könnt ihr hier auch sehen, die Welle hier müsste eigentlich auch da drüben sein. Ist sie aber nicht, weil hier sind die ja eigentlich nahezu identisch. Finde ich halt interessant. Ich werde nochmal sehen, woran es liegt. Also ich kann mir einen Satz vorstellen, dass von meinem aktuellen Mischpult der analog auf digital Encoder einen Defekt hat. Oder aber, dass mein Kabel einfach im Arsch ist. Wobei ich davon eher nicht ausgehen würde, weil das neu ist. Wie auch immer, ich kriege bald ein neues Mischpult und dann wird das hoffentlich gefixt sein. Und ja, bis dahin viel Spaß beim Video. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen. Haut rein, bis dann. Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen, ja, Weihnachtsprojekt. Lass doch hier so bauen. Wohin? Wo bist du, Mann? Ich hab dich schon wieder verloren. Du bist einfach so schnell für mich. Ah, da bist du. Hast du was zu essen Ups, für das mich? war doch nix. So, und damit ist dieses ganze Teil hier wieder abgebaut. So schnell ging das. Leute, es ist komplett bescheuert, aber ich gehe jetzt mal eben darüber zum Fernsehturm. Ich klatsche einmal, ist der Nils hier. Ui, wie cool, dass du uns nicht. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde unseres kleinen Projektes. Ihr seht es, wir sind immer noch da, wo wir aufgehört haben und es ist Nacht. Das ist auch der einzige Unterschied. Ja, wir haben bisher es leider noch immer nicht geschafft, hier Mods drauf zu holen. Allerdings bei eurem wirklich abnormal krassen Feedback zur letzten Folge habe ich mich dazu entschlossen, jetzt einfach trotzdem nochmal eine rauszuhauen, auch da ich das Ganze für sinnvoller erachte, wenn ein paar mehr vor dem 24. online kommen, da es sonst nicht so allzu viel Sinn macht. Mit dabei natürlich wieder der Nils, der jetzt gerade Hallo. ertrunken ist. Ja, ich musste mich einmal umbringen. Er musste sich umbringen, ja. Ich weiß leider immer noch nicht, wo ich meine Sachen verloren habe. Ach ja, da erinnern wir nochmal einmal an die letzte Folge. Guck mal in den Chat. Ich lese es ja. Ich glaube, die Sachen sind weg. Oh. Hat der Kleine seine Sachen verloren? Das war schon ein trauriger Moment. Was interessant sein könnte in den nächsten Tagen, vielleicht auch erst nach Heiligabend, wenn ich das nicht vorher schaffe, wird ein Vlog kommen. Ich habe mir ja ein Mischpult kaufen wollen, was jetzt nicht so ganz geklappt hat. Ich kriege jetzt ein anderes, was ich dann aber hier gegen mein aktuelles ersetzen werde, deshalb im Prinzip videotechnisch Video zum Mischpult bleibt es erstmal so wie geplant. Ich brauche was zu essen und Junge, wieso bringst du dich die ganze Zeit selber um? Ist das hier so ein Running Gag ist oder was? Ja, ich Das wollte kann man. meine Sachen suchen, aber ich finde die nicht mehr. Oh, ich möchte Sachen suchen. Ja, toll. Ich sollte jetzt erstmal hier einfach ein Skelett umbringen, weil ich sonst gleich einfach tot bin komplett. Stirb doch mal. Alter. Ja, mach. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin der beste PvPler, den es gibt, ne? Ja, genau. Definitiv. Ich bin gleich schon wieder tot. Ja, ich bin auch gleich tot. Nein, ein Skelett. Einen Fall noch, dann bin ich. Ja, okay. Nice, aber immerhin habe ich jetzt wieder volles Leben. Und oh Gott, nö. Och nö, och nö. Ich hab Das ist mein ja wohl Holz nicht mehr verloren. wahr. Warte, da oben liegt mein Holz. Es ist ein Holz, liegt da oben. Aha. Oh, guck mal, Da weiß Range ich auch. Feder. Oh, hi. Jetzt das Holz weg. Ich muss meine Sachen erstmal wiederfinden. Weil ich aber auch die ganze Zeit alles. Ja, ich auch.
Ich bin ja auch nicht gerade besser dran. Hast du das vielleicht gerade eingesammelt? Nein, ich bin hier gerade selber verreckt. Endlich, genau, elendig. Und ich weiß auch nicht mehr, wo meine Sachen sind. Das ist auch scheiße. Ach, egal. Egal. Dann gehe ich jetzt einfach wieder zurück zu meinem schönen Haus. Und ich, Alter, wenn ich das wieder finde, da oben ist es wunderbar. Ich weiß immer noch nicht, ach, wo ich bauen soll. Oh, einmal nicht, einmal. Oh, dieses Skelett nervt mich so abnormal. Alter. Es sind natürlich die besten Voraussetzungen, ne? Ich meine. Hey. Ich habe keine Schneebälle mehr, scheiße. Ich baue hier. Ich hab schon ein Haus. Ha, witzig, sagte er und deutete auf meines, wer es nicht verstanden hat. Oh, ja, genau. So, im Prinzip bräuchte ich mal. Das war knapp. Was ist passiert? Ein Creeper. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch. Ich dachte, du ist hier nach 3,5 Sekunden TNT schon. Ja, habe ich auch. Ey. Ja, natürlich. Es ist halt wirklich nicht gerade leicht, jetzt hier im Moment durchzukommen. Ich habe kein Essen mehr, im Prinzip keine Herzen und auch keine Materialien. Und mein Holz ist weg. Ich muss eigentlich nochmal da hinten hinlaufen, um mir Holz zu holen. Oh, Schneebälle. Och ey, nein, nicht töten, nein. Doch töten. Töten ist immer vernünftig. Och nein. Alter. Okay, aber immerhin sind wir wieder da mit, besseren Werten. Ich wollte jetzt gerade voll sagen, aber das kann ich ja nicht sagen, weil das nicht stimmt. Ja, wobei, voll bin ich natürlich immer hier in so einer Aufnahme, ne? Hi, Creepy. Okay, ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich dringend mal etwas zu essen bräuchte dann doch. Ja. Das heißt, ich wende jetzt einfach mal die nächsten Ressourcen, die ich in Form von wunderschönem Holz farme, an und baue mir ein Schwert. Ja. 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 Finde ich auch. Ja, ich auch. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja, nö. Reicht dann jetzt auch, ne? Nö. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein, sowas wird hier nicht akzeptiert. Doch. Nee, das finde ich aber nicht okay. Ja, ich finde es auch nicht okay von dir. Nee, einfach nicht. Ich finde dein ganzes Verhalten nicht okay. Nee, ich meine, nee, ich muss dem jedes Mal, damit er für eine Aufnahme kommt, hier einen Geldkoffer vor die Tür stellen. Ja. 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 Da, ist auch. Hier immer will der Bitcoins haben. Das ist voll schwierig. Ich habe langsam kein Geld mehr. Du und deine 3 Milliarden Bitcoins, ey. Kannst ja mal ein bisschen was abgeben, ne? Ja, ich und meine 3 Milliarden Bitcoins, bitte. 4 Milliarden, ja? Bitte. Ah, okay, tut mir leid. Bleiben wir hier schon mal ein bisschen korrekt, ne? So. Ach, weißt du, sonst nehme ich bald nur noch mit Erik auf. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Leute, guck mal, ich habe 3 Schwerter. Ja, ich bin cool. So, und was macht man mit Schwerten? Richtig, Tiere töten. Ja. So, und wo findet man Tiere? Ich habe keine Ahnung. Manu, gibt's hier keine Tiere? Tierchen, kommt her, ich will euch nichts tun. Alles klar. Der will einfach Tiere töten, finde ich nicht okay. Alter, nein. Das ist nicht okay. Ich sterbe jetzt wegen Hunger. Bin ich gut. Tierchen, danke. Tierchen, ich brauche euch. Ich brauche schon wieder Holz. Er braucht schon wieder Holz. Freunde, er braucht einfach schon wieder Holz. Es ist unfassbar. Kannst du nicht einfach aufhören, Holz zu brauchen? Doch. Muss halt den Regenwald abholzen, ne? Leute, rettet den Regenwald mal, ohne Scheiß. Wenn wir weiter so machen, ist unsere Natur bald im Arsch. Und unsere komplette Erde. Lass mir den Regenwald lieber stehen. Ich glaube, die Erde ist jetzt schon im Arsch, ne? Guck dir mal Donald Trump an. Oh. Die Namen muss ich alle rauspiepen, weil ich sonst gestrikt werde, wegen Meinungsfreiheit, weil das in den Ländern nicht unbedingt groß geschrieben wird, aber da hast du schon komplett recht. Erdogan heißt es im Übrigen. Ja, scheißegal, Alter, das ist ein Spasti. Okay, das muss ich auch wieder piepen, wunderbar, ich danke dir. Bitte. Alter, können wir die Lachen nochmal hören? Geil. Nee, jetzt lache ich einfach nicht mehr. Nee, ich spiel jetzt andauernd deine Lache ein. Einfach jetzt mal hier random deine Lache. Wunderbar. Jetzt mal ohne Scheiß. Gibt's überhaupt Tiere? Hast du überhaupt Tiere angemacht? Ja, ich habe ja schon welche gefunden. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich die töten möchte. Also von daher. Deswegen habe ich welche bekommen.
Als ob er es jetzt darauf zurückführt. Führt, ey. Das unglaublich. Es ist so. Ja, es ist so, ey. Es ist so, Junge. Es ist einfach so. Es ist so. Nee, es ist so. Doch, es ist so. Und hier noch mehr Tiere. Oh, Junge, gib mir Fleisch. Mann, ich bin so lahm. Und ich weiß nicht mehr, wo ich... Ja, ich weiß auch nicht mehr, wo unser Haus ist, unsere Location ist. Ja, ich hab's wieder gefunden, yay. Das ist doch mal ein wunderschöner, positiver Aspekt, aber... ich fürchte, ich muss noch mal meinen Boden abbauen, um mir eine Truhe zu basteln. Nee. Bau da einfach den Boden ab. Habe ich schon genug? Och, ich hatte noch welche. Ich bin dumm. Jetzt, das warst du noch nie. Danke. Bitte. Fühl mich gerade voll gewertschätzt. Ich hab's auch wieder gefunden, ja. Und jetzt eine Truhe. So, wunderbar. Zack. Euch kann ich auch zu Bretterchen verarbeiten. Das kommt hier neben. Und jetzt kommt da rein, das hier alles so, zwei davon, das und das. Und ja, jetzt habe ich im Prinzip ein Schwert. Das ist, ja, ich meine, Fortschritt, ne, ist es doch schon mal so ein bisschen, ja, zumindest schön, ja. So, ne. Aber was mir gerade einfällt, ich kann jetzt im Prinzip hier den Boden weitermachen, weil der dann endlich mal ein wenig fertig ist. Ein wenig fertig, genau. Der ist nicht so richtig fertig, der ist nur ein wenig fertig. Der Boden ist dann nur ein wenig fertig. Du hast den Erfolg heiße Angelegenheit erzielt. Ja. Hast du ein Foto von mir gemacht? Von dir? Von mir. Nee, dann müsste es ja eiskalte Angelegenheit heißen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Bitte, wo bist denn du überhaupt? Nicht hier. Ich laufe ja auch irgendwie jetzt gerade nur die ganze Zeit unproduktiv hier in der Gegend rum, weil ich nicht recht weiß. Ich komme nicht wirklich weit, weil ich kein Essen habe, weil mir ein gewisser Herr nichts abgeben will. Nee, es ist ja meins. Und ja, alles ich... hart für gearbeitet. Ja, Junge, aber du hast ja auch irgendwie Tiere gefunden. Ja, das wäre mega nett. Einfach in den Wald. Welcher Wald? 3 hours later. Habe ich noch irgendwie... Nee, ich habe nicht mehr verdorbenes Fleisch. Mann, warum habe ich kein Fleisch mehr? Oh nein, oh no, ein Krepper. Ein Krepper. Ich kann jetzt aber mal einfach damit anfangen, mein Haus ein bisschen auszubauen, so. Er hat meins kaputt gemacht. So. Was für ein Krepper. Guck mal, Freunde, das wird doch schön. Hier an der Seite ein Fenster, am besten so eine Fensterfront, das ist schön. Und dann hier zu. Jawohl. Das kann doch was Schönes hier werden. Och, nö. Fenster in den Schnee. Macht zwar keinen Sinn, sieht aber bestimmt übelst cool aus. Und hier eine Fensterfront. Freunde, das wird ein richtig schönes, lichtes Haus. Gut, es ist noch nicht wirklich viel, boah, was hier passiert ist, aber... Gut, so, geht doch. Ach, endlich. Oh, Manu. Den töte ich noch. Und dann würde ich sagen, war es das leider auch schon wieder mit dieser Folge. Die muss ich leider etwas kürzer halten, damit ich alles noch zeitlich geschnitten und so weiter kriege, weil ich auch noch ein paar andere Videos zu machen habe und für Heiligabend noch was machen will. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst auch einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall beim nächsten vorbei, der ist hier wieder im Bildschirm verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Endcard. Ciao.